Ja moin! Vor ein paar Wochen hatte ich mal wieder eine dieser Ideen, die man direkt nachdem man sie ausgesprochen hat, hinterfragt. Entgegen sämtlicher menschlicher Instinkte habe ich aber nicht gegen angearbeitet und das führte dazu, dass es auf twitch.tv/rphonixmango letzten Sonntag folgendermaßen aussah. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Mangos suboptimalem Cosplay-Contest! Wir sind heute hier in dem großen Mango-Theater mit vielen Special-Gästen und mit den besten Juroren des gesamten Planeten. Wir haben zu meiner von euch Rechten Captain Sammy, Sammy, der immer alle beleidigt, zu meiner Rechten Floß, Holy Cutter, Sie kennen ihn, Airphonic Soul, Jan, wie auch immer Sie ihn nennen wollen, er ist da. Bye! Und wir sitzen heute hier in diesem prall gefüllten Studium, die natürlich alle da hinten die Corona-Maßnahmen, Social Distancing und sowas einhalten, ja? Es gibt einen besonderen Anlass. Und dieser Anlass war eigentlich ganz simpel. Vor einem Monat habe ich auf Twitter und in meinem Community-Discord angekündigt, dass jeder, der gerne möchte, an diesem Contest teilnehmen kann. Und die Bedingungen waren simpel. Kreiert ein so schlecht als auch gleichzeitig kreatives Cosplay wie nur möglich. Im Prinzip Low-Budget-Verkleidung vom Feinsten, um ein Preisgeld zu kämpfen. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen und zeige euch direkt den ersten Versuch, ein Cosplay zu bewerten, aber auch bei der größten AAA-Produktion kann es zu Fehlern kommen. Und wir öffnen das Bild in drei. Warte, stopp! Stopp! Ich hab geintet! Warte, ich weiß nicht, was ich machen muss. Warte, okay, warte. Moment. Bro, was steht da? Moment. Okay. Ich hab hart geintet. Okay, ich hab gerade eben noch gesagt, mal schauen, was alles schickt. Lukas, ist das so? Ich hab hart geintet. Jetzt sind wir richtig. Jetzt, okay, ihr könnt den Link aufmachen, weil what the fuck? Ich hab's bei dir schon gesehen. Leute, was soll das? Was ist das denn? Unser erstes Cosplay ist anscheinend Stockfresh. Absolut fresh. Okay. Doch, ist doch. Anscheinend ja. Ein Mango-Cosplay. Super, mega kreativ. Also, ich sag, wie es ist. Ich hab ihn 3 Jahre lang gesehen. So sieht er aus. Ja. Ich bin an dieser Stelle dann mal so frei und zeige euch nicht die 10-minütige Szene, in der wir uns auf absolut überflüssig eloquente Art und Weise über einen eingereichten Rickroll unterhalten haben und springen zum ersten Cosplay. Wir haben jede Einreichung in den Kategorien Kreativität, Wiedererkennungswert, Unterhaltungswert eine Bewertung von 1 bis 5 Punkten gegeben. Unsere individuellen Bewertungen werden zusammengezählt und ergeben so die Gesamtpunktzahl und damit auf zu Nummer 1. 1, 2, 3. Was ist das? Das ist Urgott! Oh, wait. Oh mein Gott! Mit dem einen das. Gürtel hat er seinen einen Nippel zensiert, seinen anderen Nippel mit mir. Sehr vorbildlich. Oh, ich sehe da etwas zu viel Urgott, um ehrlich zu sein. Also. Hinten noch die Sportmatte auf dem Boden, alles auch geil. Ja, mir gefällt auch definitiv der Flex mit dem linken Arm. Sehr schön. Wundervoll. Oh mein Gott. Hey, aber ich finde, das ist wirklich scheiße gut gemacht mit den Beinen. Das ist wirklich gut gemacht. Also ich bin begeistert, muss ich sagen. Oh Gott, mit Chucks auch zeitlos unterwegs. Aber auch 2 verschiedene Farben, Alter, und Lederschuhe dazu. Der ist einfach in jeder Ära dabei. Also Wiedererkennungswert, ganz ehrlich, instant erkannt. Und wenn man instant erkennt, dann kriegt er da 5 Punkte. Kreativität mit den Beinen. Kreativität, ich muss was nach oben da lassen, deshalb gebe ich 4. Aber es könnte sein, dass gar nichts über 4 heute gehen wird. Und bei Unterhaltungswert kriegt er eine 5. Jans und meine Punktzahlvergabe fiel etwas zurückhaltender aus, sodass wir insgesamt auf 34 Punkte für Urgott kamen. Aber wenn ihr dachtet, dass Sammy mit der Aussage, es könnte vielleicht nichts Besseres mehr kommen, recht behalten könnte, dann haltet euch fest und vergesst es gleich wieder. Denn recht sollte er definitiv nicht lange behalten. Absolut legendäres Cosplay schon an der Stelle. Ich würde sagen, wir gehen über zum nächsten. Who's that? Was hat er denn da auf dem Gitter? Der hat doch einfach ein Ding in der Hand und macht ein Feuer, Alter. Moment, ich kann doch nicht. Also, es ist erstmal ein großer Teddybär. Der ist schon mal richtig gut, ja. Den Rock finde ich auch ziemlich nice gecosplayed. Was hat er in der linken Hand? Was soll das sein? Ist das, wo der Feuer macht? Ist das eine Deo-Flasche? Ja, er macht Feuer. Ein Haarspray, Bro. Das ist ein Haarspray. Kinder, bitte seid vorsichtig mit leicht entflammbaren Gasen. Ja, bitte. Also. Bitte.
Ja, Andi scheint wirklich nie Select Day zu skippen. Also Andy, also ne, Part-Time League of Legends Player, Full-Time Hustler einfach in der Gym. Ja, definitiv. Okay, auch schön mit der Hintergrundgestaltung, ne, ein bisschen was dabei gedacht. Ich finde es sehr kreativ. Es sind sehr viele Elemente, ja. Den Rock durchdacht, den Teddybären rangeholt, das Feuer, schön rot oben drüber die Ohren. Ich finde, von der Kreativität her kann das auf jeden Fall mit Urgott mithalten. Es war auch wirklich instant wiederzuerkennen. Also man hat halt sofort gesehen, dass das Annie ist. Trotzdem, wenn ich es mit Urgott vergleiche, gebe ich auf der Unterhaltungswertskala ein weniger eine 3, weil es ist trotzdem gut, aber es hat, also der Urgott ist noch ein bisschen mehr in Szene gesetzt worden. Der Rest der Juroren war da auch in etwa einer Meinung. 34 Punkte gab es auch für Annie. Wir schritten fort und einen sogar ziemlich realistischen Chen später erschien dann diese Wasserstoffbombe einer Einreichung auf unserem Bildschirm. Dann 3, 2, 1 und Enter. Was sehen meine Augen? Was ist dein Gesicht? Okay, also laut Titel ist das KDA Evelyn. Ich muss zugeben, das habe ich nicht sofort erkannt. Muss man mal KDA Evelyn eben aufmachen. Ja, das geht mir ganz genau so. Oh mein Gott, die Papierdinger, das sind die Haare. Ah lol, das sollen die pinken Haare sein. Und das ist eine Hose. Das ist ein Löffel. Dann haben wir die Stifte professionell mit Tesa an den Fingern befestigt. Das ist sogar genau die Pose tatsächlich, ja. Moment, ich öffne mal eben kurz ein Bild für euch, Leute, damit ihr mal einen Vergleich habt, weil das ist gerade echt krass. Also wir haben dann hier, ich sehe, das ist, sollte, glaube ich, auf dem Splashout, müsste das ein Lamborghini sein, zumindest ein Verschnitt davon. Also wir haben hier das Sofa-Cosplay gleichzeitig noch als Lambo, finde ich sehr schön. Hier, guckt euch das an. Leute, es ist wirklich, wirklich nah dran. Oh mein Gott, das ist so funny, Alter. Also Strohhalme als Clown, ja? Guck mal, Löffel die Armdinger, als Nico. Gib dir diese Armdinger, was über den Arm ist. mit dem Tape nach außen drum. Der hat einfach eine lila Hose drüber gezogen, Digga. Das ist auch wirklich, das ist Legende, Digga, das Teil. Das die ist Taschenlampe so shitty. Auch noch für die passende Beleuchtung. Krass. Oh, warte. Die zwei Taschenlampen, sollen das tatsächlich die Frontlichter des Autos sein? Moment, du hast recht. Das sind die Frontlichter von dem Lambo. Also jetzt, und warte jetzt. Mal, und ja stimmt, die weißen Klebezettel rechts sind auch die Schwänze von ihr, die gelben Klebezettel. What the, ja. Okay, shit, das ist wirklich gut, Digga, das ist wirklich wow. Genau. Kreativität, müssen wir nicht drüber reden, ja? Nee. Ich muss es euch gar nicht sagen, klar, ihr wisst es selbst, ja, schreibt die Zahl im Chat, ihr wisst genau, was abgeht, ja, Kreativität ist einfach glasklar. Und der Unterhaltungswert... Auch definitiv jetzt, man guckt sich das an, vergleicht es mit dem Original, sieht immer noch neue Sachen. Ja, die Couch, die als Lambo Cosplay mit den Lampen. Also ich bin richtig, also ich fühle mich hier richtig gut unterhalten. Muss ich ja einfach so sagen, ja. Hands down, richtig gut unterhalten. Hier gibt's einfach 5 Punkte, nichts zu sehen, ja. Wir waren uns eigentlich alle recht einig, keine großen Diskussionen. KDA Evelyn ging mit 42 Punkten meilenweit in Führung. Und nur zur Belustigung gebe ich euch noch eben mal unsere Reaktion auf diesen Masterchef Tam Kenschmidt. 2, 1, go! Wer ist es? Was ist das denn? Und damit dann auf zu einem weiteren Highlight des Abends, denn die Meisterleistung im Shitty Cosplay an sich gab es an dieser Stelle mit Eve schon, aber die Meisterleistung im In-Szene-Setzen sollte noch folgen. 3, 2, 1, go! Warte mal, wait. Achso, jetzt, okay. Oh mein Gott. Also erstmal sieht das Matchup echt schlecht aus, ja? Keifel, das sah ein bisschen aus wie Keifel, aber ich sehe das Dick da schon. Das ist auf jeden Fall ein BH, ich weiß nicht, was unten drunter hängt. Das sieht aus wie einfach irgendeine pinke Tasche. Kopf auf so ein Müll, Alter. Mich würde mal eben interessieren, ob ein Bisaflor Level 50 tatsächlich 155 AP hat. Ich bin mir nicht sicher. Okay, also wie gesagt, also ich sag wie es ist. Ich bin jetzt nicht so der Pokémon-Nerdy-Nerd wie die von euch links von mir sind. Da muss ich erstmal gerade eben umdenken. Von dem her gebe ich dem Wiedererkennungswert eine 3. Dem Unterhaltungswert gebe ich eine 4, weil es einfach übelst Legende ist. Und Kreativität gebe ich auch noch eine 4. Alles klar, ja, also ich bin auf jeden Fall Wiedererkennung. Ich habe es schon recht schnell wiedererkannt, aber ich brauchte ein bisschen. Deswegen gebe ich an der Stelle 3 Punkte. Ich wäre eher bei Keifel gewesen am Anfang, aber das Dick, da habe ich dann nach dem Nachhinein doch gesehen. Ich glaube, ich hätte es sofort wiedererkannt, wenn unten keine Lücken in den
was auch immer das ist, das braune. Das ist wahrscheinlich wahr. Das sieht so ein kleines bisschen aus wie Füße. Wie Beine, von einem, genau. Genau, wie Beine. Ich glaube, es war ein One-Suit oder sowas. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ja. Also, das, sich da in verranzten Garten zu stellen und da einfach mal das Lichter zu cosplayen, in Kauf zu nehmen, dass die Nachbarn rüber gucken und sich denken, was sind das für Spasten, ja. Finde ich super. Absolute Top-Tier-Leistung an dieser Stelle. 35 Punkte gab es insgesamt für dieses Cosplay. Wir waren alle unfassbar positiv überrascht von der Mühe, die sich hier gemacht wurde. Damit drei pseudo-seriöse Juroren sich live vor 600 Leuten darüber beömmeln. Und wenn ihr das hier auf YouTube seht, ist es, glaube ich, angebracht, virtuelle Ehre in Form eines Kommentars für alle Teilnehmer dazulassen. Wir gehen aber direkt weiter und es gab mal wieder Leak. Ja. Gehen wir rein. 3, 2, 1. 1, go. Und go. Ich entdecke noch! Lukas, zu was bringst du die Leute? Heilige Scheiße! Aber Lukas, zu was bringst du die Leute? Ja, das weiß ich auch nicht. Die hat sich also eine Banane auf die Stirn geklebt. Immerhin hat sie sie vorher gegessen anscheinend. Oha, Öko. Hat sie eigentlich echt mit Panzertape festgemacht? Ja, ich glaub schon. Wie gut. Wow, also auch der Erste-Hilfe-Kasten, ne, als Verdeutlichung für den Support, der Flausch an den Füßen. Dieser ultra-ranzige Bambusstock, den man irgendwo draußen im Abstellhäuschen stehen hatte als Waffe, ist auch übel geil. Ja. Womit man sich als Kind immer gegenseitig aufs Maul gegeben hat. Genau. Das hat immer für 5 Tage noch Striemen hinterlassen. Und davon noch einen zu finden aus alten Zeiten, finde ich definitiv beachtlich. True, vollkommen true. 35 verdiente Punkte gab es für diesen Bananenpaarhufer, der damit zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Dicta auf Platz 2 hinter Eve landete. Von League of Legends Cosplays kann man nie zu viel haben, von daher hier direkt das nächste. Nummer 10, ich schalte rüber auf die Bühne, wir pasten Link 3, 2, 1, let's go. Was? Oh mein Gott. Das ist nicht Amumu. Das ist nicht Amumu. Oh, wir haben eine Beschreibung hier. Die Mühe, Alter. Was ist einer ein Drittel? Stell mal vor, Alter. Weißt du, ich poste das so in Discord. Weißt du, was denkt sich Napolinara? Ich roll mich jetzt mit einer ein Drittel Rollen Klopapier ein. Ja. Das ist für mich ganz offensichtlich. Da gibt's für mich überhaupt nichts dran zu zweifeln. Da wir alle drei relativ beschränkt sind, haben wir etwas gebraucht, um dieses Cosplay zu erkennen und haben somit insgesamt 32 Punkte vergeben. Bewertungstechnisch war unser nächster Teilnehmer nicht unbedingt perfekt unterwegs, dafür haben wir uns nur über wenige Cosplays so stark beömmelt wie über seins und ich habe das Gefühl, euch könnte es da ähnlich gehen. Jetzt kommen wir hier zu diesem hier, das kenne ich schon und jetzt, Alter. Okay, Macht euch bereit. Das ist 3, 2, wo? 1. Junge, das ist so ein richtiger Karin-Ritter-Tisch, Alter. Was ist das? Das ist Sylas. Semi-Cosplay? Seid ihr wahr? Was? War ich ein Bier drin oder was? Irgendeine Bierflasche, den ganzen Shit, ja. Shit, was gibt man da alles überall? Ich sehe dem Jungen in seinem Gesicht an, wie unfassbar sicher er sich ist, dass das geilste Cosplay überhaupt ist, ja. Er kommt wirklich sehr, sehr sicher in der Sache. Ja. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist hier in der Jury, ja, meinen Kollegen, aber die Crocs, ja? Habt ihr die Crocs gesehen? Oh mein Gott, ich dachte, das fällt auf. Ja, also das muss man ja einfach mal ansprechen, dass hier so wenig Fix gegeben werden. So viel Selbstsicherheit habe ich. Ich habe Respekt vor ihm, Alter. Immerhin erfahren wir also auch noch nach so vielen Cosplays etwas Neues. Die Erfahrung blieb erfrischend und wenn ihr dachtet, dass es an dieser Stelle schon nicht mehr sexueller werden könnte, dann bitte ich alle, die keinen Bock auf Horny is Back haben, jetzt ganz dringend wegzugucken. 3, 2, 1. Alex, was ist das? Alex, woher hast du das? Ich glaube, wir müssen erstmal gerade. Ich muss verarbeiten, ich muss viel verarbeiten. Holy fuck. Dieses Polizeioberteil, das einfach viel zu eng ist und dann irgendwie so, keine Ahnung, bis zum Schwanz geht und da einfach geschließt. Und die Pose ist so selbstbewusst, Mann. Alter. Heilige Scheiße. Ja, wärmel dich da hinten, wärmel dich. Ja, echt so, ich kann sagen. Er lacht hier im Hintergrund gerade. Ja, ich hör's. Wärmelt sich wirklich. Ja.
Und somit waren wir quasi im Finale angekommen. Ein einziges Cosplay stand uns noch bevor, um diesem 2 Quadratkilometer großen Eisbecher noch eine Kirsche aufzusetzen. Und wie sich ganz schnell herausstellte, war diese Kirsche so legendär, dass es Jan direkt aus dem Studio gejietet hat und bei mir wieder der Fensterputzer engaged wurde. 3, 2, 1, 0, 5. Was ist das? Was ist das? Jan, wo bist du? Fuck, das ist, ey, das ist wirklich, das passt perfekt zu diesem Cosplay-Contest. Ja, es ist großartig. Scheiße, Mann, Alter, das ist gut. Die Edeka-Tüten, die sind halt richtig gute Arme. Hier kann jeder mitmachen, ob reich oder arm. Hier kann jeder mitmachen. Vor allem arm. Wir waren mehr als unterhalten. Steve bekam von uns insgesamt 40 Punkte und landete damit auf dem 2. Platz. Und somit ging der Contest zu Ende. Und die Gewinner waren eindeutig. Und damit, meine Damen und Herren, den ersten Gewinner von Mangos suboptimalen Cosplay-Contest ist KDI Oh mein Gott, Effekte! Also, geiler Konfetti! Komplettes Programm, komm nochmal! Bam! So eine Scheiße! Wir haben auf dem ersten Platz KDA Eve, auf dem 2. Platz Minecraft Steve. Der 3. Platz wird sich geteilt, da werde ich mir was überlegen. Bananen Soraka und das Dick da ebenfalls auf dem 3. Platz mit. Also hervorragende Teilnehmer heute hier. Ja. Ein 1A Programm. Ich hoffe, ihr wart unterhalten, Leute. Gratulation an alle Teilnehmer. Hat Bock gemacht, Digga, hat echt Bock gemacht. Alter, ich komme nicht drauf klar, dass irgendjemand sich diese Mühe gemacht hat.